Hello Party Peoples and welcome to my channel. Wir wollen ja seriös werden. Hello Party Peoples and welcome to my channel bestechlich. Jo, heute hier in diesem Video das Feedback zur Must Archa Pro 5 Star Series. Es geht sich also hier um diese kleine nette Maschine. Das Unboxing und Vergleichsvideo zur normalen Must Archa habe ich bereits rausgeklöppelt vor ein paar Wochen. Und verlinke ich euch alles in der Videobeschreibung nochmal und dann könnt ihr euch das mal ansehen, die Unterschiede zwischen der originalen und der, was heißt der originalen, also zwischen der Ursprungsversion der Must Archa und dieser Neuauflage, und zwar der Pro-Serie. Ich habe wieder alles getestet hier. Ja, also 3,5 mm Hub, die Maschine Nummer hat. Könnt ihr euch vielleicht denken, zumindest, ich sag mal, der Zuschauer, der des Öfteren mal hier meinen Kanal besucht, kann sich denken, das Ding hier ist auf jeden Fall mit 3,5 mm Hub nicht unbedingt für mich das bestgeeigneteste Arbeitsgerät. Und deshalb, habe ich das Ding halt nicht ganz so oft benutzen können, wie zum Beispiel die oder aber von mir aus meine Chainsaw Nova Limited oder von mir aus eine Mastenza oder von mir aus alle anderen Maschinen, die ich sonst noch hier so habe. Denn mit 3,5 mm Hub mache ich nicht so viel. Ja, ich habe so ein bisschen Feinlein-Gedöns gemacht und habe das Ding natürlich effektiv testen wollen für das Thema Dotwork. Ja, ich blende mal irgendwo hier auf der linken Bildschirmseite gleich mal eben kurz ein, was ich so ein bisschen damit tätowiert habe. Also sind jetzt irgendwie roundabout so irgendwo 15 Tattoos oder so geworden, die ich damit tätowiert habe. Und ja, ich muss sagen, diese Maschine ist gleich auf mit einer Must Lancer. Einzigster Unterschied natürlich hier ist der integrierte Akku gegenüber der Lancer, wo ihr sagen könnt, ich kann mir ein paar Austauschakkus holen. Vor allen Dingen sind sie recht günstig. Wenn hier der Akku kaputt ist, schmeißt die Maschine weg. Wenn bei der Lancer der Akku kaputt ist, schmeißt den Akku weg, beziehungsweise entsorgst natürlich fachgerecht. Und dann kaufst du einfach für 12 Dollar oder was es kostet, einen neuen. Das geht bei der Maschine nicht. Aber auf der anderen Seite soll diese Maschine ja auch nicht, sag ich mal, ein Produkt sein, was hier für 6 Monate geeignet ist, sondern ein bisschen länger. Ja, also da kann ich mich immer nur wieder darauf berufen, auf einen guten Kollegen aus Kreuzheim, der mir gesagt hat, dass der mit dieser Maschine sehr gerne arbeitet, der Archa, nicht unbedingt die Pro, aber die Archa zu dem Zeitpunkt, und ja, der feiert die Maschine, hat sie wohl auch schon länger, und deshalb kann man sagen, der Akku hält auf jeden Fall. Es sei denn, ihr habt so ein Montagsprodukt, kann natürlich auch mal sein, ne? Wo hängt denn meine Cappy? Der Dot-Modus hat mich weiterhin, und da hat, glaube ich, irgendjemand schon letztens predicted, was ich erzählen werde in dem Feedback-Video, er hat mich nicht gänzlich überzeugt, ja, also ich habe bei der X8 schon was dazu gesagt, und hier habe ich es jetzt echt, ich habe wirklich versucht, mich daran zu gewöhnen, mit dem Dot-Modus hier zu arbeiten, aber es ist mir einfach alles viel zu lange. Es dauert mir zu lange, ja. Also ich bin deutlich schneller, wenn ich einfach nur selber hier zack, 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 weißt du, da wo ich die Dots setze, wo ich sie brauche, als wie, ja gut, du kannst natürlich hier den Dot-Modus auf 9 Stufen oder mit der 0 eigentlich 10 Stufen einstellen, wie schnell du die Geschwindigkeit haben willst, aber irgendwie, das ist halt der Workflow, der so drin ist. Du machst einfach, ja. Also zumindest bei mir ist es so. Das kann natürlich für andere Leute, die wirklich reine Dotworker sind, vielleicht anders sein. Oder halt auch für dich, der vielleicht neu anfängt und sagt, ja, ich probiere doch mal aus so. Ja, auf einer Kunsthaut erstmal gucken, wie ist das denn so, wenn ich einfach den Dot-Modus anhabe. Funktioniert bestimmt ganz cool, aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, aufgrund dieses Modus ist das meine absolute Lieblingsmaschine. Ansonsten muss ich sagen, natürlich, darf man nicht vergessen, die ist fast baugleich mit der Lancer. Gewicht her, vom Feeling her, beim Tätowieren und so weiter, ist das eine tolle Maschine. Kann man nicht anders sagen. Die Frage ist natürlich, bei einem Preisunterschied von, ich weiß gar nicht, ich sag mal grob 15 Euro zu einer Must Lancer ungefähr, ob man dann wirklich sich die Archa holt oder ob man sagt, ich bleib mal bei der Lancer. Never change a winning team quasi. Zurück zu dieser Maschine. Also, ganz klare Sache, ich habe halt, ja, wie gesagt, Feinlein-mäßig ein bisschen was machen können. Ein bisschen was mit Dotwork und so, alles mit der Maschine, und ansonsten so dicke Sachen habe ich damit halt gar nicht erst gestochen, ja, weil für mich ist ein 3,5 mm Hub nicht dafür gedacht, um mir wegen einem 21er XXL Open Liner in einen Mensch rein zu prügeln, sondern die ist eigentlich für mich da, um so ein bisschen, ja, man kann schon fast von Allrounder sprechen, aber für richtig fette Lines finde ich ein 3,5 mm Hub einfach zu wenig, ja, da kann ich jetzt nichts mit anfangen. Kann natürlich sein, dass es andere Tätowierer draußen gibt, die sagen, ja, ich mache das auch mit einem 3,5er Hub.
herzlichen Glückwunsch. Aber ich persönlich kann das nicht oder ich mache das nicht gerne, weil ich denke mir, dann kannst du besser was mit einem stärkeren Hit nehmen und das ist dann eine 4er oder eine 4-5er oder eine 4-6er oder eine 5-0er, wie auch immer. Damit mache ich das lieber und deshalb ist die halt für mein persönliches Ranking nicht ganz so hoch angesiedelt wie vielleicht andere Maschinen. Ansonsten Akkumonster, muss ich ganz klar sagen, stimmt. Ja, also die Maschine hält wirklich sehr lange. Also wenn ich den ganzen Tag damit gearbeitet habe, war am Ende immer noch ein paar Prozent Akku drin, sodass ich die eigentlich dann über Nacht laden konnte und am nächsten Tag war sie wieder auf 100% und konnte es weiterarbeiten. Man darf das natürlich dann abends nicht vergessen, wenn du es vergisst. Dann hast du am nächsten Tag ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, ich meine, aufgeladen ist sie, glaube ich, in so 2 Stunden oder sowas ungefähr, oder 2,5. Ist auch okay, sag ich mal, ja, wenn du jetzt morgens früh im Laden bist und sagst, ja, oh, ich pack dir mal eben kurz an eine Ladebuchse, bevor der erste Kunde kommt. Funktioniert das sicherlich auch, aber in der Regel, ich lade so ein Zeugs über Nacht. Ja, und dann hält sie halt, wie gesagt, ja, 8 Stunden ungefähr grob durch. Das ist ja bei der Lenzer, wisst ihr, ist das auch so, ist ja der gleiche 2000 mAh Akku drin verbaut, deshalb, warum sollte es hier anders sein? Ein Kritikpunkt, den ich früher mal angebracht hatte, war halt das Display hier vorne, ja, weil du halt das nicht in den Clipcord-Schutzschlauch reinbekommst. Ja, da ich mittlerweile nur noch die XXL-Cover benutze, da du eine Cheyenne Soul Nova Limited also gar nicht in so einen Clipcord reinbekommst. Deshalb nutze ich eh die dicken Covers, das war jetzt hiermit dann kein Problem. Das ist dann mal aussortiert worden, dieses Problem, was ich ursprünglich mal angesprochen habe. Ansonsten für mich jetzt, ja, also wenn euch das für euch ein Problem ist, zu sagen, ja, aber ich will die XXL-Covers nicht kaufen, sind mir so teuer, da die 200 Stück für 6 Euro oder so, dann gut, da kann man nichts machen. Ansonsten, ja, wer irgendwelche Infos noch dazu haben will, schaut euch das Unboxing-Video nochmal an oder so. Also ansonsten gibt es nicht viel dazu zu sagen. Also sie ist auf jeden Fall eine gute Tattoo-Maschine, ich möchte sie nicht schlecht reden. Nur das Future an sich ist halt für mich weniger nutzbar, vielleicht für euch schon. Müsst ihr selbst überlegen, wie für euch die Sache wert ist. Wie schon erwähnt gerade, also ich finde halt, die Maschine ist geeignet mit einem 3,5 mm Hub, für mich persönlich halt. So für Sachen, wo du sagst, ja, vielleicht einen 9er Liner noch, kann man damit noch fahren, aber ich sag mal, eine 12er Straight Round Liner würde ich zum Beispiel nicht in den 3,5 mm Hub stechen. Ja? Auch so Sachen wie Color Packing, ja, kann gut funktionieren, muss aber nicht zwingend. Ja? Also ich finde, mit einem 4 mm Hub fährt man einfach deutlich besser. Das ist was hier so, wer, wie gesagt, gern feine Sachen macht. Gut, jetzt 9er Liner ist jetzt auch nicht unbedingt so fein, aber ich sag mal, trotzdem in die Richtung feinere Sachen und dann vielleicht so nur halt schattieren möchte und so weiter. Sie spielt nun mal in der gleichen Liga wie die Mastlenzer, ja, weil die Maschinen fast gleich sind. Deshalb, da gibt es halt, wenn ihr da noch Infos zu braucht, zieht euch auch die Videos zu Mastlenzer oder was rein. Oder halt am besten mein Video, wo ich einmal sehr viele Tattoo-Maschinen irgendwie vorstelle. Wessel, Dragonorg-Maschine, dann, ich glaube, Stand Juli 23, glaube ich, heißt es. Bin mir aber nicht ganz so sicher, vielleicht ist es auch im Juni passiert, aber ich meine Juli 23, blende ich auch hier ein. Könnt ihr euch mal durchgucken, da erzähle ich ein bisschen was zu sämtlichen Maschinen, die bis dato dann irgendwie veröffentlicht wurden und die ich schon mal in der Hand hatte oder irgendwie testen durfte oder die ich mir gekauft habe. Da sind im Prinzip alle drin, mit denen ich jemals zu tun hatte. Aber ansonsten, wie gesagt, das Unboxing-Video ist auch noch drin. Wer sich explizit auf die Archer einschließen möchte, kann sich das dann natürlich auch noch machen. Ja, für mich ist auf jeden Fall ganz klar, also die Must Archer Pro Series und auch die Must Archer, die andere schwarze, die ich jetzt hatte, die werden nicht in meinem Bestand bleiben. Ja, die werde ich wieder rauskloppen. Und ja, werde sie ersetzen durch andere Maschinen, die ich vielleicht irgendwann mal wieder irgendwo erwerben kann. Schauen wir mal, was demnächst kommt. Ja, und wer so eine Maschine von mir aus haben möchte, ja, und sagt, oh, die würde ich mir aber auch gern zulegen oder halt auch die andere Arche oder andere Maschinen, die ich irgendwann mal abgebe, weil ich entweder sage, oh, ich habe was Neues, was mir besser gefällt, oder aber ich habe irgendwie was über, weil ich sage, meine Tattoo-Maschinen-Box quillt quasi über, ja, oder ihr sagt, ich möchte so ein geiles T-Shirt haben wie der Herr im Stechlich himself, dann schaut doch einfach mal bei meinem WhatsApp-Katalog rein, ja, blende ich hier unten irgendwo ein, meinen Business-Account. Da könnt ihr im Katalog ein bisschen euch ja, alles angucken, wie das bei mir so abläuft. Da stehen auch Sachen drin wie Wanna-Dos und Terminvergaben und hast nicht gesehen. Und halt dann auch einfach mal elegant, wenn ich Maschinen abgebe, haue ich die auch da rein. Und mein ganzes Support-Kram halt auch. Was mich jetzt brennend interessieren würde, wäre mal, wie das so bei euch ist. Ja, also welche Dragonhawk-Maschine hast du zu Hause? Oder von mir aus auch gerne andere Firmen. Ja, ist egal. Also muss man jetzt nicht unbedingt auf Dragonhawk beschränken. Dragonhawk ist natürlich, wisst ihr selber, habe ich mir sehr viele Maschinen schon von gekauft und das ist natürlich dann eine Sache, da sage ich so, ja, da würde mich besonders interessieren, welche Maschinen ihr euch da geholt habt und vielleicht auch warum
und wie zufrieden ihr damit seid. Das wäre mal eine coole Nummer. Mal einfach in die Kommentare reinhauen, wie sieht das aus. Genauso gut, aber auch gerne andere Maschinen. Ja, ob ihr eine Shane habt, eine FK Irons, ob ihr eine Bishop habt oder sonst was. Alles so an Maschinen, wo ihr sagt, mal, damit fahre ich sehr gut und ich tätowiere von mir aus gern das und das und das damit. So hat man vielleicht so ein bisschen Überblick hat, so wie andere Leute das sehen. Das interessiert mich wirklich brennend, weil ich sitze hier immer wie so ein Dulli und erzähle euch was dazu, wie ich das Ganze sehe und weiß gar nicht, wie die breit gefächerte Community darüber denkt. Deshalb wäre es verdammt cool, wenn ihr das einfach machen würdet. Ja, also einfach die Kommentare reinhauen. Hör mal, ich habe die so und 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 so. Oder, wenn ihr so wie ich seid, auch noch die so und so, so und so, so und so, so und so. Und. Ja. Oder ihr seid einfach vernünftig und sagt, ich habe die und die. Schreibt einfach rein, würde mich freuen, da von euch zu hören oder zu lesen, wie auch immer. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ist dieses kleine Video beendet. Ja, Feedback zur Mast Archa Pro Series 5 Stars, wie auch immer das Ding jetzt heißt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis demnächst. Ciao mit V. Vielleicht kann ich ja gleich noch zu Dingen sagen. Ja, das müssen wir gleich, das muss ich so schneiden, dass das nochmal gleich da hinkommt. Also bitte dran denken. Und ich werde wahrscheinlich nicht dran denken und dann beim Schnitt da sitzen und ausrasten. Ich werde wahrscheinlich beim Schnitt da sitzen und ausrasten, weil ich das vergessen habe zu sagen. Und dann hängt das hinten dran am Video und dann kann ich das wieder einfügen und 100.000 Sachen verschieben. Oh. Oh. Fuck me, baby.